Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen in die zahlreiche Teilnehmerrunde zu dem Webinar Performance Support, ein Trendthema. Was habe ich vor? In den nächsten 30 bis 40 Minuten möchte ich Ihnen das Thema Performance Support näher bringen, denn wir von der TTS glauben, dass das Thema in Zukunft immer wichtiger wird, was ja ein entscheidendes Merkmal von einem Trend ist. Woran können Sie eigentlich erkennen, dass das Thema bei der TTS im Trend liegt? Das erkennen Sie allein schon daran, dass Sie, egal wen Sie bei der TTS darauf ansprechen, egal ob diese Person aus dem Bereich Learning oder Talent Management oder Software kommt, jeder kann Ihnen dazu was Spannendes erzählen und was Spannendes berichten. Und zufälligerweise ist genau das eigentlich auch unser Ziel mit der Webinarwoche, Ihnen das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten. Zunächst, bevor ich mit dem Inhalt starte und Ihnen die Agenda vorstelle, möchte ich gerne mit Ihnen eine Umfrage durchführen. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, ob Sie sich spontan zutrauen würden, das Thema Performance Support zu definieren. Ganz einfach, damit ich selber verstehe, wie tief Sie sozusagen in diesem Thema schon drinstecken, wie gut Sie sich auskennen. Sie sehen hier die Frage, und jetzt möchte ich an meine Kollegin, die Laura Hess, wieder übergeben, die Ihnen die Umfrage zur Verfügung stellt. Genau, wir haben jetzt die Umfrage eingeblendet. Sie müssten sie überall sehen. Ich bitte Sie jetzt, da abzustimmen. Ich sehe schon, 30% haben gewählt. Leider haben wir nicht die Möglichkeit, Ihnen diese Ergebnisse auch sichtbar zu machen. Ich werde aber kurz die Ergebnisse, die Sie abgestimmt haben, zusammenfassen. 73% aller Anwesenden haben schon gewählt. 80%, ich würde sagen, wir warten noch 10 Sekunden für all die, die sich noch nicht so recht entscheiden können. Und dann schließe ich die Umfrage und erzähle kurz, wie sich die Ergebnisse verteilen. Okay. Also, spannende Ergebnisse. Und zwar 12% sagen, ja, ich befasse mich schon seit einiger Zeit mit dem Thema. 29%, also knapp ein Drittel, sagen, ich traue mir eine Definition zu. 31%, also auch knapp ein Drittel, sagen, eher nicht, auch wenn mir das Thema nicht ganz fremd ist. Und 29% sagen, das Thema ist mir vollkommen neu. Das heißt, also für mich zusammengefasst, richtig viel Ahnung in dem Bereich habt eigentlich nur ein relativ kleiner Teil, und für viele Anwesenden ist das Thema doch noch ein Thema, über das es sich zu sprechen lohnt. Und damit schließe ich die Umfrage und übergebe wieder zurück an meinen Kollegen Jens Jabes. Ja, sehr spannend. Danke für Ihr Feedback. Ich habe das ähnlich auch erwartet. Insofern bin ich jetzt natürlich froh, dass ich mit meinem Thema relativ gut oder relativ richtig liege, wie einfach mit dem Ansatz, Ihnen das Thema an sich wirklich aus einer sehr, sehr High-Level-Perspektive näher zu bringen und eben jetzt nicht so sehr ins Detail zu gehen. Das heißt, ich lege jetzt einfach los. Mein Webinar dürfte dann auch eine ganz gute Grundlage sein, um die folgenden Webinare zu unserer Reihe auch gut zu verstehen. Ich möchte aber natürlich nicht nur aus dem Grund, dass Sie auf die nächsten Webinare vorbereitet sind, über das Thema Performance Support aufschlauen, sondern ganz einfach auch deswegen, weil ich persönlich, das muss ich zugeben, ein Fan von diesem Thema bin und allein schon aus dem Grund da gerne drüber rede. Ich bin in meiner Rolle als Produktmanager im Bereich TTS Software tätig und bin unter anderem dafür verantwortlich, mir auch zu überlegen, in welche Richtung wir unsere Produkte weiterentwickeln und in welche Richtung oder wie wir unsere Produkte in Richtung Performance Support weiterentwickeln, was eben aber ein erklärtes Ziel ist, was ich mit Sicherheit nicht verheimlichen möchte. Ich habe mich seit circa 3 Jahren mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt, habe mich sozusagen erstmal auf die Reise begeben, zu verstehen, was ist denn eigentlich Performance Support. Und auf diesem Weg gab es bestimmte Veröffentlichungen oder Perspektiven oder einfach Inputs, die mir nach wie vor auch immer eine Hilfestellung bieten,
wenn ich beispielsweise das Thema Training von Performance Support unterscheiden möchte, auseinanderhalten möchte und welche mir einfach sehr, sehr hilfreich waren, um ein gutes Verständnis für dieses Thema Performance Support aufzubauen. Und genau diese Informationen, genau diese Dinge, die mir halt in Erinnerung geblieben sind bis heute, die möchte ich heute mit Ihnen einfach teilen. Die Agenda sieht folgendermaßen aus. Zunächst möchte ich, weil das natürlich vielen von Ihnen ein bekanntes Thema ist, das Thema Performance Support mit dem Thema Training in Relation bringen, also davon einfach abzugrenzen. Im Anschluss würde ich gerne quasi einen Standard erklären, den im Prinzip alle Performance Support orientierten oder interessierten Teilnehmer hier kennen sollten, die Five Moments of Need, viel zitiert und viel diskutiert. Ja, genau, dieses Thema. Im Anschluss möchte ich Ihnen ein paar Überlegungen mitteilen zu der Frage, wie designt man denn jetzt eigentlich Performance Support oder welche Überlegungen sollten Sie halt sich machen, wenn Sie an die Konzeption von Performance Support rangehen. Ja, das ist genau dieser Punkt hier. Es gibt so ein paar Stolperfallen, die man gegebenenfalls vermeiden sollte, wenn man sich mit dem Thema befasst, wenn man auch mit anderen über dieses Thema spricht. Da möchte ich Ihnen einfach einige mit auf den Weg geben. Und zu guter Letzt möchte ich quasi den Kreis schließen, den ich zu Beginn aufgemacht habe und Ihnen einfach eine Definition zeigen, mit der ich mich persönlich relativ gut anfreunden kann. Das ist mein Ziel für heute, für die nächsten 30 bis 40 Minuten. Okay, legen wir mal los. Kurz als Überblick, um das Thema einzusortieren, worüber wir hier reden. Eine Grafik, die Sie sicherlich schon das eine oder andere Mal gesehen haben, insbesondere von TTS-Mitarbeitern. Auf der linken Seite sehen Sie sozusagen das formelle Lernen. Da fühlen sich alle von uns wahrscheinlich sehr, sehr zu Hause. Da geht es einfach darum, quasi upfront Mitarbeiter aufzuschulen, aufzuschlauen, bevor sie sich sozusagen an die Arbeit begeben und das Wissen abrufen müssen. Und Herr Ebbinghaus hat uns ja gelehrt, dass eben das formelle Upfront-Lernen gegebenenfalls gar nicht so effektiv ist, weil halt sehr, sehr viel Wissen relativ schnell in Vergessenheit gerät. Dummerweise, bevor man tatsächlich das erste Mal das Wissen auch anwenden muss. Und genau da setzt ja Performance Support an, im sogenannten Moment of Apply, dazu später noch mehr. Eben eine Unterstützung, eine Hilfestellung ihren Mitarbeitern an die Hand zu geben, um tatsächlich einfach besser und produktiver zu werden und gelerntes Wissen auch besser anwenden zu können. Gut, so viel zum generellen Überblick. Kommen wir mal zum ersten Punkt. Wie grenzt man eigentlich das Thema Performance Support ab vom Thema Training? Ich möchte das natürlich deshalb abgrenzen, damit Sie das besser verstehen. Training kennen Sie, da habe ich einen Anknüpfungspunkt und ich möchte es nicht deswegen abgrenzen, weil ich sage, Performance Support und Training, das geht ja gar nicht zusammen. Schauen wir uns einfach mal den Zweck von Training an. Sie machen Training wirklich mit dem Ziel, jemanden auch ganz bewusst in eine Sache einzuweisen, ganz bewusst eine Sache zu erklären, ganz bewusst gegebenenfalls auch upfront, bevor man tatsächlich Wissen auch anwendet. Performance Support hat da aber wirklich einen ganz anderen Ansatz. Performance Support sagt, ich möchte im Prinzip nur Menschen in die Lage versetzen, eine Arbeit zu verrichten, also wirklich zu performen, etwas zu tun, etwas umzusetzen, etwas anzuwenden, ja, etwas zu machen. Schauen wir uns einfach mal an, wie die beiden Disziplinen sozusagen in den Workflow integriert sind. Wenn wir über Training reden, dann hat das häufig einfach die Folge, dass jemand, der sich in eine Sache über ein formelles Training einarbeitet, von der Arbeit sozusagen ausgeschlossen ist. Also die Arbeit wird unterbrochen, um tatsächlich das Training auch effektiv machen zu können. Performance Support sagt, genau das möchte ich eigentlich verhindern. Ich möchte gar nicht Leute quasi aus der Arbeit rausnehmen, sondern ich möchte, dass die Wissensvermittlung, die Informationsvermittlung effektiv in die Arbeit, in den Arbeitsprozess integriert ist. Ja, also eine Performance Support Unterlage im Vergleich zu einer Trainingsunterlage soll wirklich am Arbeitsplatz funktionieren. Wenn sie das nicht tut, dann ist Performance Support einfach nicht effektiv. So, in den beiden letzten Zeilen geht es halt um den Stellenwert des Lernens und um generell das Ziel der beiden Disziplinen. Ja. Zu Training, ich denke, das ist klar.
Also Training, da ist das Ziel sozusagen im Wort schon irgendwie mit gedeutet. Also Sie möchten tatsächlich jemanden strukturiert in einen Inhalt einweisen und möchten wirklich jemanden ausbilden und vorbereiten. Und das Ziel ist ganz klar wirklich, Fähigkeiten und Wissen aufzubauen. Dementsprechend erstellen Sie auch die Trainingsunterlagen. Ja, das sind Anforderungen, die stellen Sie an das Design von Trainingsunterlagen. Beim Performance Support sieht das halt anders aus. Also Lernen passiert vielleicht allerhöchstens aus Versehen, also wie beim Navi. Ne? Das Navigationssystem im Auto hat nicht wirklich das Ziel, Ihnen das Autofahren beizubringen, sondern unterstützt Sie sozusagen während der Fahrt im Prozess. Und wenn Sie dreimal die gleiche Route gefahren sind, dann können Sie das vierte Mal vielleicht auch von alleine ohne Navi machen. Performance Support hat ganz klar das Ziel, jemanden bei der Verrichtung von Arbeiten, von Tasks, zu helfen und diese abzuschließen. Das sind einfach spannende Überlegungen, die Sie bei der Konzeption von Trainings- oder Performance-Support-Unterlagen berücksichtigen sollten, um Unterlagen wirklich auch in einer guten und geeigneten Qualität erstellen zu können. Ja? Kommen wir zum nächsten Punkt. Die mittlerweile fast schon berühmten 5 Moments of Need haben Sie vielleicht sicherlich schon mal gehört. Also wenn Sie was gehört haben, vielleicht am ehesten das. Von den beiden Autoren Conrad Gottfriedson und Bob Mosher, die einfach mal die Needs, also die Bedürfnisse sozusagen runtergeschrieben haben, die man gegebenenfalls hat, wenn man Wissen benötigt. Ja? Performance Support, so ist das Ganze auch zu sehen, ist auch aus Sicht dieser beiden Autoren kein Entweder-Oder. Ja, das ist in der Community sicherlich unumstritten. Genauso unumstritten ist das bei der TTS auch. Und diese Needs, die ich Ihnen jetzt einfach hier darstelle, die sind sicherlich hilfreich zu bewerten, für welchen Zweck, vielleicht welches Thema, also welche Disziplin geeigneter ist. Für welchen Zweck ist Training geeigneter, für welchen Zweck ist Performance Support geeigneter. So, gucken wir uns mal den ersten Need an. Also das nennt sich New. Was bedeutet das, wenn man zum ersten Mal etwas machen möchte? Ja, Sie sind neu und möchten zum ersten Mal tatsächlich etwas tun. Der zweite Need ist der Need More oder der Moment More. Also man möchte mehr wissen, man möchte mehr lernen. Also man möchte auf bestehendes Wissen aufbauen. Der dritte ist der Moment of Apply. Man möchte Wissen konkret anwenden. Der vierte ist der Moment Solve, man möchte ein Problem lösen, was plötzlich auftritt. Der fünfte ist der Moment Change. Sie sind Dinge tun nicht, wie sie sollen, wie sie erwartet haben, und sie müssen quasi umlernen und müssen ganz spontan anders handeln. Vielleicht lassen Sie diese 5 Moments jetzt einfach mal eine Weile sacken, überlegen Sie einfach mal in Bezug auf Ihr Erfahrungswissen, welche Ihrer Tätigkeiten oder in der Vergangenheit, welche Momente hatten Sie tatsächlich schon mal? Ihnen fallen bestimmt Dinge aus der persönlichen Erfahrung ein. So, was hat das jetzt alles mit Performance Support zu tun? Um die Kurve jetzt dann endlich auch mal zu kriegen, überlegen Sie sich doch einfach mal, welche der hier dargestellten Momente wirklich effektiv mit dem Thema Performance Support zu tun haben und welche der dargestellten Momente effektiv mit dem Thema Training zu tun haben. Klar, ich denke, so schwer ist das nicht. Ab dem Moment 3 sind wir sozusagen im Bereich von Performance Support. Also wenn Sie wirklich Wissen anwenden möchten, dann sind Trainingsmaterialien vielleicht auch eher hinderlich, weil sie halt nicht so gut in den Arbeitsprozess integriert sind. Also wenn Sie sich vorstellen, dass Sie halt einen Kunden am Telefon haben und quasi einen Lagerbestand zu einem bestimmten Material schnell dem Kunden mitteilen müssen, dann möchten Sie nicht in das LMS gehen, in Trainingsunterlagen nachsehen, wie das dann nochmal ging. Dann brauchen Sie halt vielleicht eine effektive, schnell zugreifbare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja? Also das heißt, alle Needs oder alle Momente, die wirklich im Bereich des Tuns, des Handelns gehören, ab dem Moment 3, sind sicherlich ein Fall für Performance Support. Die beiden ersten, man möchte was Neues lernen oder man möchte wirklich mehr wissen, konzeptionell mehr wissen, sind mit dem Thema Training einfach mehr verhaftet. Ja? Ich denke, das sind einfach effektive Hilfestellungen, um für sich zu bewerten, für welchen Zweck, den ein Mitarbeiter hat,
stelle ich ihm welches Werkzeug zur Verfügung? Training oder Performance Support? So, Sie alle arbeiten täglich an der Konzeption oder Erstellung von Trainings, von Trainingsunterlagen. Ja? Das heißt, Sie sind mit den Phasen vertraut, die halt die Konzeption von Trainingsunterlagen durchläuft. Also es gibt eine Analysephase, es gibt eine Entwurfsphase, es gibt eine Implementierungsphase oder auch am Ende eine Evaluierungsphase. Das ist für Sie nichts Neues und ich möchte jetzt einfach daran anknüpfen, an den Phasen, die Sie sicherlich alle kennen, und Ihnen einfach ein paar Gedanken zum Thema Performance Support Planung mit auf den Weg geben. Schauen wir uns einfach mal die Analysephase an. Also Ihre Aufgabe ist es, diese zu tun, aber mit dem Fokus auf Performance Support. Sie kommen gegebenenfalls aus dem Bereich Training, sind halt wirklich geübt in der Analyse von einem Trainingsprojekt. Was machen Sie da? Sie analysieren beispielsweise die Lerner oder die Lernertypen, Sie analysieren das Thema. Ja, das ist gegebenenfalls für Performance Support nicht zielführend. Da ist es sicherlich effektiver, wenn Sie sich den Arbeitsplatz der Mitarbeiter anschauen und die Arbeit anschauen, die verrichtet werden soll. Also Sie kümmern sich nicht so sehr um das eigentliche Thema und möchten das nicht so sehr strukturieren, möchten das inhaltlich nicht aufbereiten, sondern Sie möchten ja Unterlagen erzeugen am Ende, die jemandem effektiv bei der Verrichtung von Tätigkeiten helfen. Also das heißt, hier müssen Sie im Prinzip einfach umdenken und Ihren Blick mehr an den Arbeitsplatz, auf die Prozesse und die Rollen richten. Ja? Inhalte sollen ja quasi im Prozess funktionieren und gegebenenfalls ja proaktiv kontextsensitiv bereitgestellt werden. Kommen wir dann zum Entwurf, zu der Designphase. Wenn Sie halt auf eine Bildungsmaßnahme jetzt schauen, dann entwerfen Sie vielleicht zunächst ein Curriculum. Sie überlegen sich, welche Aktivitäten Sie in Ihrem Training durchführen, also Präsenzschulung, Online-Trainings, WBTs etc. Ja, all das skizzieren Sie in einem Entwurf, bevor Sie dann an die Umsetzung, an die Implementierung gehen. Ja, also Sie schauen wirklich darauf, wie man das Thema in kleine Module runterbrechen kann und in welchen Maßnahmen man effektiv Mitarbeitern dieses Thema beibringen kann. Funktioniert das aber wirklich am Arbeitsplatz? Ja, stellen Sie sich vor, eben dass die Unterlagen, die im LMS im Rahmen eines Kurses oder in der Präsenzschulung zur Verfügung gestellt werden, sind die im Zugriff, wenn jemand tatsächlich vor dem PC sitzt und eine Aufgabe erledigen muss? Wohl kaum. Ja, also wir haben ja vorher gelernt, dass für Training die Arbeit eigentlich unterbrochen werden muss und Performance Support aber genau das nicht möchte. Das heißt, in der Entwurfsphase überlegen Sie sich gegebenenfalls eher, wie Tools aussehen könnten, die halt Mitarbeiter effektiv verwenden können, ja, die Sie dann entsprechend bereitstellen, von mir aus über ein Electronic Performance Support System, wie auch immer, in Print oder aber auch wirklich elektronisch. Das könnte ein Tool sein, beispielsweise eine Checkliste, ein How-To, welches Schritt für Schritt die Abarbeitung von einer Tätigkeit erklärt. Oder aber für Menschen, die im Vertrieb arbeiten und Angebote erstellen sollen, eben einfach eine Vorlage, eine Angebotsvorlage. Ja? All das sind gegebenenfalls Dinge, die Sie halt in Ihre Designüberlegungen mit einbeziehen. Also entwerfen Sie Tools, die angewendet werden können, entwerfen Sie kein modularisiertes Wissen, kein Curriculum. Wie implementiert man das Ganze jetzt? Eine Anforderung aus dem Bereich Performance Support ist es, die Informationen effektiv und nahtlos in den Arbeitsprozess zu integrieren und folglich braucht man eben einen Mechanismus, über den man das tatsächlich schafft. Ja? Also der Content soll wirklich im Kontext, ja, in dem Arbeitsprozess des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin bereitgestellt werden. Das heißt, bei der Implementierung der Inhalte überlegen Sie sich dann ganz genau, wie denn eigentlich der Kontext ausschaut, in dem eine Information wirklich relevant ist. Ja? Und Kontext bedeutet in dem Fall eben der Job-Kontext. Ja, das ist eben wichtig, dass Sie bei der Erstellung der Unterlagen den Kontext quasi mit reindenken und hinten raus ist es natürlich umso wichtiger, weil Sie die Information ja auch im Kontext bereitstellen möchten. Die Evaluierung am Ende nach einer durchgeführten Performance-Support-Maßnahme, wie sieht die aus im Vergleich gegebenenfalls zu dem, was Sie halt aus dem Bereich Training kennen? Im Trainingsumfeld analysieren Sie
bekanntermaßen den Lernfortschritt oder werten Testergebnisse aus. Welchen Sinn macht das, wenn Ebbinghausen so eigentlich sagt, dass das Gelernte relativ schnell vergessen wird? Ist es vor dem Hintergrund nicht einfach besser, Business KPIs, also Kennzahlen, Unternehmenskennzahlen auszuwerten und in die Evaluierung mit einzubeziehen? Also beispielsweise die Steigerung des Umsatzes, die Reduktion von Fehlerraten, die Messung der Mitarbeiterzufriedenheit, Reduktion von Downtimes, Kundenzufriedenheitsbefragung etc. Das sind gegebenenfalls geeignetere Dinge, die Sie zur Evaluierung von einer Performance Support Maßnahme heranziehen sollten. So, das einfach von meiner Seite aus ein paar Anhaltspunkte für die Konzeption von Performance Support Unterlagen. Ja. Sind wir bei den Stolperfallen sozusagen angekommen. Ich hoffe, dass Sie jetzt mittlerweile vielleicht schon auch überzeugt sind, so wie ich, ein Fan geworden sind von dem Thema Performance Support und sich da näher mit befassen möchten, weil Sie denken, ja, das macht total viel Sinn, die Wissensvermittlung viel enger an den Arbeitsprozessen und an dem Unternehmenszweck auszurichten. Und stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, Sie möchten mit Personen, mit vielleicht Sponsoren potenziellen über dieses Thema reden und möchten potenziellen Sponsoren das Thema schmackhaft zu machen. Was ist dann eine Stolperfalle, in die Sie nicht tappen sollten? Die erstgenannte hier ist die entsprechende, also Sie sollten es meiner Meinung nach nicht Informal Learning nennen. Warum sollte man das nicht tun? Erinnern Sie sich einfach mal an die Tabelle, die ich Ihnen eingangs gezeigt habe, wo ich Training und Performance Support miteinander verglichen habe. Learning, auch wenn es denn informell passiert, hat halt immer noch nicht den Anspruch, jemanden bei der Ausübung einer Tätigkeit ganz effektiv zu unterstützen. Natürlich arbeitet man über Trainingsmaßnahmen darauf hin, aber Learning hat eben einfach auch den Charakter, dass es Mitarbeiter aus dem Arbeitsprozess rausnimmt. So, was möchte gerade das Business nicht? Die Mitarbeiter aus dem Arbeitsprozess rausnehmen. Zeit ist teuer. Ja. Ich denke, die Diskussionen kennen Sie. Versuchen Sie einfach, Mitarbeiter für Training loszueisen. Da werden Sie Probleme kriegen, wenn Sie da Sponsoren für finden aus dem Business. Besser ist es gegebenenfalls einfach, mit den KPIs zu argumentieren und wirklich effektiv dem Business-Sponsoren zu erklären, wie er wirklich seine Unternehmensziele besser umsetzen kann. Ja. Wenn Sie es Informal Learning nennen, dann machen Sie das definitiv nicht. Der nächste Punkt hier, Designing in a Vacuum. Also entwerfen Sie halt die Unterlagen nicht in einem Vakuum. Was soll das eigentlich bedeuten? Damit möchte ich Sie einfach auffordern, wirklich den Arbeitsplatz, wie vorhin schon erwähnt, genau zu analysieren. Gucken Sie halt in der Designphase wirklich sich die Arbeit genauer an. Schauen Sie sich auch mal einen Arbeitsplatz an. Dann werden Sie sicherlich schon von alleine feststellen, welche Medien dort funktionieren, welche eher nicht funktionieren. Ist der Arbeitsplatz laut oder ist er leise? Ist der Arbeitsplatz ein mobiler oder ist es stationär? Ja? Müssen Leute tatsächlich im Lager rumlaufen und eine Inventur machen? Haben Sie mobile Geräte dabei, ja oder nein? Also schauen Sie sich das genau an und überlegen Sie sich, welche Werkzeuge, ja, ich sage jetzt mal bewusst Werkzeuge, für die Ausführung von den Tätigkeiten der Mitarbeiter also wirklich effektiv geeignet sind. Ja, welche können tatsächlich angewendet und verwendet werden? Der letzte Punkt hier in der Liste, die man sicherlich auch noch weiter fortsetzen könnte, heißt Evaluating it like training. Also das hatte ich eingangs auch schon mal erwähnt. Wenn Sie den Erfolg bewerten möchten von der Performance Support Maßnahme, dann schauen Sie halt auf die Business KPIs. Sie kommen so auch viel einfacher ins Gespräch mit den Sponsoren aus dem Bereich Business, wenn Sie effektiv an der Verbesserung, an der Erreichung der Unternehmensziele mitarbeiten, beispielsweise weil Sie Fehlerraten reduzieren oder die Kundenzufriedenheit erhöhen. Das ist viel, viel griffiger für jemanden aus dem Business, als den Erfolg von Trainingsmaßnahmen zu bewerten. Gut, ich möchte so langsam zum Ende kommen und den Kreis schließen und Ihnen jetzt einfach mal eine Definition mit auf den Weg geben, mit der ich mich persönlich ganz gut anfreunden kann. Ich hatte ja eingangs von Ihnen einfach mal
eine Definition jetzt indirekt verlangt. Vielleicht hat sich der eine oder andere von Ihnen jetzt tatsächlich mal Gedanken gemacht, wie er das Thema Performance Support definieren würde. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach mal eine mit auf den Weg geben, die ich selber persönlich ganz gut finde. Vorweg muss ich Ihnen jetzt aber auch sagen, dass es für mich die perfekte Definition gar nicht gibt. Woran liegt das? Vielleicht, weil man das Thema Performance Support nicht für sich isoliert betrachten kann, nicht von dem Thema Training komplett trennen kann und daher quasi so ein Schwarz-Weiß-Denken eigentlich unangebracht ist. Ich denke aber durchaus, dass es hilft, sich das Thema oder das Thema für sich zu definieren, um einfach, wenn man das Thema angehen möchte, es auch wirklich gut zu machen. Ich zeige Ihnen hier jetzt mal eine Definition, die ich von der Website der US Fire Administration genommen habe, die ich dort gefunden habe. Persönlich verwundert es mich eigentlich gar nicht, dass diese Organisation, die sich um die Aus- und Weiterbildung von Feuerwehrleuten in den USA kümmert, sich mit dem Thema Performance Support befasst. So, lassen Sie das jetzt einfach mal auf sich wirken. Nehmen Sie sich jetzt mal ein paar Sekunden Zeit, um diese Definition zu lesen. Okay, ich denke, Sie haben die Definition gelesen. Das ist eigentlich für mich das Spannende daran. Also für mich sind zwei Passagen besonders spannend, weil sie halt das Thema Performance Support sehr, sehr gut charakterisieren. Die erste Passage, ich unterstreiche die hier mal mit einem Stift, ist diese hier, just the right amount. Ja, das bezieht sich ja wirklich auf den Content selber. Ich sage jetzt mal Content, also auf die Tools, die Sie halt im Rahmen von Performance Support Maßnahmen bereitstellen. Also die Rede ist hier von just the right amount, was so viel bedeutet, gerade genug oder nicht mehr als nötig. Ja, das ist eigentlich auch eine Anforderung, mit der ich konfrontiert bin, wenn ich mit, ja, ich sage jetzt mal Trainingsverantwortlichen aus dem Business spreche, weil die effektiv es vermeiden möchten, Mitarbeiter, ich sage es jetzt mal bewusst provokant, zu lange in Trainings zu schicken. Ja. Also Zeit ist halt einfach Geld. Die Anforderung aus dem Business ist einfach da, die Mitarbeiter sozusagen am Arbeitsplatz zu behalten und die Bereitschaft, die Mitarbeiter in Trainings zu schicken, ist eigentlich eher klein. Ich denke, dass Sie die Erfahrung auch ähnlich gemacht haben im Alltag. So, die zweite Formulierung, die ich ganz spannend finde, ist eben genau diese hier. Precisely when you need it. Was bedeutet eigentlich das? Das bedeutet, oder dahinter steht die Anforderung, dass man, ich sage jetzt mal, Tools oder Performance Support, Content oder Informationen möglichst in den Arbeitsprozess integriert, möglichst gut. Also den Mitarbeitern die Informationen wirklich genau dann bereitstellt, wenn sie benötigt werden. Ja? Und vor allen Dingen auch in einer Form, die die Mitarbeiter sozusagen nicht von der Arbeit unterbricht, wie die Mitarbeiter nicht aus der Arbeit rausnimmt. Und das sind eigentlich zwei wesentliche Merkmale. Die eine, also das eine bezieht sich auf den Content und das andere bezieht sich ja nicht auf den Kontext, auf den Arbeitskontext. Das sind zwei Themen, die uns bei der TTS besonders umtreiben und eigentlich auch schon seit langen Jahren umtreiben, insbesondere auch in dem Softwarebereich, aber nicht nur, sondern auch in allen anderen Bereichen wie Software, Learning oder Talent Management. Und an der Stelle möchte ich jetzt gerne, wo der Kreis geschlossen ist, zum Ende kommen und hoffe, dass Sie einige Denkanstöße mitnehmen können und neugierig geworden sind, sich quasi mehr mit diesem Thema Performance Support zu befassen. Die Gelegenheit dazu haben Sie in ja auch den folgenden Webinaren, auf die ich Sie gerne an der Stelle nochmal hinweisen möchte. Morgen geht es direkt weiter mit einem Bericht von dem Thorsten Tschurig aus der Vertriebspraxis mit dem Thema, wie man Performance Support erfolgreich im Vertrieb macht. Und der zweite Vortrag morgen kümmert sich wirklich um die Unterscheidung, um die Dosierung, um die Integration von Performance Support und Training in der Praxis von meinem Kollegen, dem Dr. Martin Kochler. Soweit von meiner Seite aus. Erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.